schönen guten Morgen und willkommen zum neuen Video. Wird hier über 2 Tage gehen, weil wir sind heute und morgen noch hier in der Sonne. Oh, jetzt sind wir seit 2 Wochen in Urlaub. Das erste Mal ist morgens 20 Grad, Sonne brennt, Blick aufs Meer. Geil, Leute. Es ist nicht mehr ganz so diesig wie gestern, das gefällt mir. Hinter mir seht ihr Raphael und um die Landzunge darum ist Fréjus. Da war gestern ein Betrieb, das ist Wahnsinn, ja. Pfingstsonntag. So kann das sein. Ich schwenk mal kurz, wer so ein bisschen Eindruck von der Gegend bekommt. Super. So, jetzt muss ich Baguette kaufen und dann frühstücken wir. Der Kolli ist noch unter die Dusche. Ja, da sind wir wieder. Am Strand. Es ist nach 16 Uhr. Habt ihr eine Ahnung, was wir bis jetzt gemacht haben? Nix. Doch, etwas Wasser. Stimmt, Conny ist abgetrieben, also da aufs Mittelmeer. Ich sehe da ein bisschen was hier, das Strandleben und Zeug. Und hinter mir hört das Brummen. Da ist eine Strandbar. Ziemlich voll. Durst hätten wir auch. Ich guck mal, ob wir Platz kriegen. Ja. Das zeigt sich mal wieder so kleine Aufmerksamkeit. Hier ist geschlossene Gesellschaft. Ein paar Tische da unten im freien Verkauf. Und der Herr Ober hat sich daran erinnert, dass wir gestern Abend schon mal hier waren und er Trinkgeld bekommen hat. Schon wurde uns ein kleines Tischlein zugewiesen. Wohl sein. Strand ist natürlich die Hölle los. Und guckt da unten mal nach diesem Bus-Stand-Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Menschen auf einem Stand-Up. Super. Da hinten scheint sich auch etwas mehr um eine Ankerbucht zu handeln. Wir haben schon mal geguckt, die Tumans sind da nicht dabei, aber ansonsten ist das nach wie vor traumhaft hier. Ja, da kommen sie alle zurück. Hier ist so eine Tauchbase, also man kann auch tauchen, wenn man möchte. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Pfingstmontag. Ah, gestern war ein richtig fauler Tag. Da habe ich nur 2 Mal gefilmt. Von gestern Abend, das blende ich kurz noch ein. Ansonsten sind wir hier auf dem Campingplatz. Da ist immer etwas ruhiger, als wenn wir frei stehen. Also für uns ruhiger. Rundherum ist natürlich mehr Leben. Wir versuchen euch heute einfach mal ein bisschen mit durch den Tag zu nehmen. Was wir unternehmen, wissen wir noch nicht genau, aber es ist hier ein Riesenplatz. Geduscht bin ich, sauber bin ich. Ich dufte wie eine Blume. Und kümmere mich jetzt um das Baguette. Kommt mit. Wir sind hier auf einem riesigen Platz der Yellow-Gruppe. Das ist einer der großen in Frankreich, die Campingplätze vermarkten. Und ja, ihr Geschäft damit machen, das Ganze touristisch aufbauen. Nicht verkehrt für viele, die mal kurz Urlaub machen wollen, weil die überwiegende Zahl der Plätze hier sind Hüttenbiere, hier auch neben mir seht. Es gibt noch relativ wenige Stellplätze, die allerdings groß hier unter den Bäumen, das ist schon super. Etwas beschattet, um komplett autark zu stehen, muss man schon Faltpaneel aufbauen, aber wir kommen bis jetzt klar, weil ich habe ja den Spleen, an Landstrom gehen wir nicht. So, jetzt geht es hier auch schon ein Stückchen hoch. Das geht hier weiter noch den Berg, noch mit mehr Hütten, mit allem möglichen Kram. Gibt ein extra Video über den Platz. Und hier nähern wir uns schon dem Geschäftchen. Da drin gibt es alles, was das Camperherz begehrt und noch mehr. Vor allem allerdings morgens frische Baguette und Croissant. Gehe ich jetzt rein. So Leute, hat geklappt. Essen habe ich. Filmen konnte ich da drin leider nicht. Die Butze ist bumsvoll, stelle ich euch nicht vor. Habe bestimmt schon 10 Minuten an der Kasse angestanden, wie bei einer Aldi-Neueröffnung. Dem Platz angemessen, das Sortiment, also alles, was so ein Mini-Supermarkt braucht, Tiefkühl, Gemüse, normales Gemüse, Obst, alles gibt es da drin.
Allerdings, heute Morgen, Pfingstmontag, die machen da wieder zu. Für den Platz wohl etwas unterdimensioniert. Da ist es ein Wahnsinnsandrang. Das ist irre. So, und sehen wir kurz nach oben. Bombenwetter heute wieder. Das wird was. So, jetzt Kaffee kochen. Ja, wir sehen uns. Moin Conny. Morgen. Conny ist auch schon munter. Ja, munter ist er. Conny ist noch nicht munter. Conny ist aufgestanden. So ein bisschen verwundern mich die Geräusche hier. Hier wird Grünschnitt gemacht, das heißt die Anlage gepflegt, was im Prinzip ja äußerst zu befürworten ist. Aber Pfingstmontag. Feiertag. Franzose. Arbeit. Respekt. So, die Conny hat hier den Tisch gedeckt, alles wunderbar hergerichtet und Frühstück. Ja. Da ist ein Kaffee. Wurst haben wir heute nicht. Nee. Butter war so lange im Kühlschrank, Knochen hat, Honig, Handys, Nutella, was hätte da gerne, lauter Süßkram heute. Und hier, für mich, Schmack auf Herz. So, auf Frühstück. So, jetzt habe ich mich mal auf den Weg gemacht, Conny beim Abwaschen zu helfen. Und ganz ehrlich, was soll ich sagen? Die ist fast fertig. Da. Ach, so ein Pech. So ein Pech aber auch. Na gut, dann helfe ich dir noch beim Geschirr runtertragen. Also die wichtigste Verantwortung zu der Tätigkeit, Geschirr schleppen. Alles Plastikzeug. Die haben wir heute zu tun. Da scheint Bettenwechsel in die Hütten zu sein. Riesenbuhling, Bettwäsche, Putzen, alles. Ja, bis gleich. Die Conny hat jetzt eine Exkursion befohlen. Also müssen wir jetzt da über die Steine da, guckt euch das an. Einen schönen Ausblick haben wir. Über die Steine da nach da hinten stolpern. Ja. Ja. Haxen brechen. Guck mal, die freut sich noch. Hier ist eine Treppe. Ich will gar nicht über die Steine. Verrat doch nicht alles. Ich würde doch nicht dir so was Schwieriges zutrauen. Nein, nein, nein. Wir nehmen was Leichtes. Exkursion schreitet voran. Es sind immer noch jede Menge Steine, aber Conny hat einen Hafen entdeckt. Ja, der Hafen von Dramont, so heißt dieser Ortsteil von Saint-Raphaël. Der Dramont ist wahrscheinlich der Berg da. Da gehen wir aber nicht hoch, Conny, oder? Conny schüttelt den Kopf. War das ganz nett hier gemacht. Jetzt müssen wir noch was zu trinken finden und dann ist das top. Dann hat sich die Anstrengung hier ja gelohnt, Conny. Weißt du? Wir gehen aber erst mal eine Runde. Oh, weiterlaufen ist die Anweisung. Schade. Wenn der Herwold dann kommt, ihr seht, so ein paar wenige Plätze sind noch frei. Allerdings darf eure Yacht nicht länger wie 5 Meter sein, schätze ich. Um das mal klarzustellen, ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, hier rum zu kraxeln. Madame hat hier jetzt ihre alpine Veranstaltung. Er hat es geschafft, den steilen Anstieg. Aber schöner Ausblick von hier oben. Nur das letzte Stück darüber müssen wir schwimmen, Conny. Ja, Jesus bin ich nicht. Ich hab's alle Jesus-Latschen an. Ja, aber darüber geht's nicht. Darüber geht nicht. Und das Wasser ist mir zu kalt. Ich schwimm da nicht hin. Auf
Leute, und jetzt schaut euch das hier an. So ein schönes kleines Strändchen. Ein Traum. Was jetzt nicht so kalt wie hier, würde mir das noch mehr Spaß machen. Oh, klasse. Richtig klasse. Sind wir jetzt hoch und jetzt geht es so leicht wieder runter. Es ist schwül, bisschen schwitzig, aber es macht Spaß hier durch den Pinienwald hier zu spazieren. Wir machen wir ja nicht, das ist ja keine Wanderung. Nee. Das ist ja mehr ein Schlendern. Besser als wie gar nichts. Genau. Wir müssen uns ja hier wieder verdienen. Bier? Stimmt, ist gleich 12. Ja. Ha! Conny, leg mal einen Zahn zu. Ja. Disteln werden hier auch ganz schön groß. Ja. Ja, nicht wächst, aber Disteln. Ja, Gemeinde, wir sind jetzt hier in einer Rotisserie gelandet, einer kleinen. Direkt an der Straße sitzen wir. Und was grillen die? Würste und Hühnchen. Fast wie Wienerwald. Die Vorspeise ist schon mal eingetroffen. Wir haben Durst von der langen Wanderung, ja. Prost, Conny. Das ist nicht mehr weit nach Italien, jetzt gibt es Peroni-Bier. Ja. Allzeit. Grille, 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 grille. Oh. Conny, jetzt lass mal was für dich. Ja. Ja, dann ist mal was anderes in Frankreich. Hm? Aber viel los hier. Ja. Hallo ihr Lieben. Das gegrillte Hühnchen, also dieser Goldbräuler, ist schon leicht verdaut. Und, ich sitze hier am Strand. Und ihr wisst ja, mit Conny verstehe ich mich sehr, sehr gut. Also manchmal sind wir unterschiedlicher Meinung. Zum Beispiel was die Einschätzung der Wassertemperaturen betrifft. Da ich Warmduscher. Und Conny, die ist also eher die Coole, die paddelt jetzt im Mittelmeer rum. Mich kriege ich da heute und morgen und die nächsten Tage keine rein. Im Herbst wieder, wenn wir in Griechenland sind, dann ist die Brühe warm genug, auch für mich. Er ist wohl zu winken, jetzt ist er bald abgesucht. Wellenhöhe nimmt zu. Der stimmt schon 40 cm. Muss gleich doch noch ins Wasser, die Conny rennt. So, nach diesem ausgiebigen Mittagsmahl hat die Conny mal ihre verdiente Mittagsruhe gemacht. Nein, ich war doch noch im Wasser. So, nach diesem verdienten Schwimmchen und der Erfrischung hat Conny noch ihre Mittagsruhe gemacht. Ja. Ich war munter und war hier fidel. Und soll man dazu jetzt was sagen? Was? Wer hat denn je gegrunzt wie ein Weltmeister? Und ich bin ständig dabei, unser Solarpanel der Sonne nachzuschleppen. Ich weiß, hier gibt es Strom, aber ich bin da eigen. Wir versorgen uns selbst. Und da der Willi ein wenig im Schatten steht, muss das Panel halt wandern. Noch 1,5%, dann sind wir wieder zu 100% gefüllt. Da hinten sieht es nach Regen aus. Ich weiß ja auch nicht. Ja, jetzt sitzen wir beiden Schönen hier wieder bei Willi. Conny versucht sich gegen den Sonnenbrand zu wappnen, aber ich weiß, sage aber schon zu spät. Ja, also Teil des Equipments habe ich auch jetzt schon verstaut. Dass morgen die Abreise nicht allzu lang dauert, denn falls sich der Plan nicht ändert, haben wir doch gut 500 Kilometer vor uns. Es sei denn, ich finde zwischendurch noch was Schönes.
Ansonsten geht's. Von hier, wo geht's denn hin? Wo es immer hingeht, wenn wir heimfahren. Ach, an den Lago. Genau. Wo wir abgesoffen sind. Al Lago Maggiore. Falls da kein scheiß Wetter ist. Wenn scheiß Wetter ist, dann ist vorher Rast. Ja. So, ein paar Minuten entspannen und dann machen wir mal einen Plan, Conny, was zu Abendessen gibt, ne? Ja. Weil den Goldbräuler haben wir ja schon. Ja. Also Goldbräuler nicht, ich vermute eher Baguette. Conny, willst du kein Baguette? Conny, willst du eine Bratwurst? Nee. Sehr eingefroren. Kurz entschlossen haben wir die nachmittagliche Ruhe beendet. Und dann nehmen wir wieder eine fröhliche Wanderung zum Strand. Ja. Also, wir legen uns jetzt nicht in den Strand, wir gehen nur kurz hier den Platz raus. Schauen um die Ecke, es schaut gut aus, Conny. Ja. Und dann schauen wir mal, wo wir sind. Conny, wo sind wir denn? Jawohl, wie der Aloysius. Der kam dann auch wieder an und hat er anduscht. Wir auch. So, das ist jetzt unsere Aussicht. Ansonsten sehen wir auch nicht mehr wie ihr, weil wir warten noch. Jo, wir warten noch. Auf was warten wir denn? Auf was warten wir denn, Conny? Ach, Aperol Spritz, glaube ich. Auf Aperol Spritz, ja. Und dann wird das hier noch so... Ein Aperol Spritz lang, sehr gemütlich. Ja. Wollen Sie wenig mehr hier? Nee, stimmt. Morgen geht es ja Richtung Heimat. Genau, die erste Etappe nehmen wir morgen unter die Räder und sehen zu, dass wir ein paar Kilometer Richtung nach Hause kommen. Ja. Dann hat sich das mit diesem schönen Wetter. Mhm. Naja, hat sich auch nicht ändert. Ne? Nee. So, wir versprechen. Das ist, glaube ich, die letzte Szene. Und der Bar hier. Ja, sein abitägliches Aperölchen. Schmeckt genauso gut wie gestern. Ja. Und ich glaube, vorgestern hat es auch so geschmeckt. Ja. Also, das war Tag 2 der Faulenzerei. Ein bisschen was ist noch zu tun. Ein Stück nehmen wir euch noch mit, weil irgendwas von dem faulen Leben müssen wir euch auch mal zeigen. Und danach beginnt wieder die Action. Jawohl. Action. Kilometer schrubben. Ländergrenzen überwinden. Was weiß ich, was mir noch einfällt. Naja, und so geht der Tag dann langsam zu Ende. Wir sitzen hier noch gemütlich, Sonne ist weg. Bei einem Gläschen Wein, Bier, Aperol, Wein. Schlimmer Tag heute, ne? Es hält sich noch, wir sind noch munter. Ich habe mir gerade mal mit diesem Bite-Away-Brenngerät hier meine ganzen Mückenstiche behandelt. Ich habe die erwischt, das ist ja der Wahnsinn. Naja, Conny, die ist einigermaßen sauber raus aus der Nummer. Das sind nochmal Anreisen. Jo. Wir beenden das jetzt auch hier. Die kurze Begleitung durch den Tag heute. Vorletzter Tag, nichts los, keine großen Unternehmungen, außer wirklich abgegammelt. Wenn es ein klein wenig gefallen hat, das kurze Video, gern Daumen nach oben. Folgt gerne unserem Kanal, über jedes Abo freuen wir uns. Und das nächste Video, Reisevideo, geht's wieder richtig ab. Also, bis nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss.